Der FC Ingolstadt hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Kauschinski getrennt. Der nach 10 Spieltagen noch sieglose Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga reagierte damit auf die sportliche Talfahrt. Wir sind zu dem einvernehmlichen Entschluss gekommen, dass wir uns trennen, weil auch Markus und wir der Meinung sind, wir müssen jetzt nochmal einen neuen Impuls setzen. Wir sollten nochmal die Chance am Schopf verpacken und deswegen werden wir ab heute einen neuen Trainer für uns auf dem Markt suchen. Wenn der Erfolg nicht da ist, wird schnell der Trainer in Frage gestellt und dann auch schnell ausgetauscht. Ich meine, der Trainer trägt dann die Verantwortung auch in der Situation und natürlich ist es auch als Spieler oder als Mannschaft immer schade, wenn der Trainer dann gehen muss. Und wir müssen uns eine Frage stellen, warum die Mannschaft und die Spieler nicht diese paar Prozent herausholen, die sie brauchen, um in dieser Liga dementsprechend Erfolg zu haben. Und ich glaube, dass das gestern die zweite Halbzeit in Mainz und gestern auch das ein Sinnbild dafür war. Man hat probiert, aber der Pass kam nicht an und. Und da müssen wir einfach einen neuen Glauben bekommen. Ich muss nochmal sagen, dass wir einen sehr feinen Menschen als Trainer hatten und auch die fachliche Qualität absolut da war. Und er auch alles probiert hat, um dieses Schiff zu wenden. Das ist ihm nicht gelungen. Deswegen ziehen wir die Reißleine und sagen, wir müssen jetzt den Turnaround schaffen, um uns aus der Spirale zu befreien.